Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. 90 PS, 9 Tonnen Gesamtgewicht, 85 km/h Höchstgeschwindigkeit, seit 59 Jahren im Dienst. In Minden ist ein LKW Methusalem regelmäßig im Einsatz. Geht es nach Kfz-Meister Uwe Riensch, bleibt das auch noch lange so. Das ist ein alter Mercedes, ein L311, von Baujahr 1955. Der mit einem Schörling-Aufbau versehen ist, einem Sinkkastenreinigungsfahrzeug mit Schwimmbalken vorne vor, der auch heutzutage immer noch bei uns im Betrieb ist, den wir für die Nutzung der Grünflächen, wenn Bäume angepflanzt werden oder Begrünung der Stadt Minden gemacht werden, wird er immer noch als Wasserwagen genutzt zur Bewässerung der Pflanzen. Unter den Arbeitern ist es sehr beliebt. Es ist natürlich auch etwas anstrengender wie bei einem Auto heutzutage. Es ist keine Servolenkung drin. Man sieht ja auch, das Lenkrad ist etwas größer. Der Schalthebel ist auch, glaube ich, so 70, 80 cm lang. Es ist ein unsynchronisiertes Getriebe drin. Aber die Leute, die es fahren, die freuen sich darauf, fahren dann in der Stadt und werden natürlich auch dementsprechend von Passanten, Fußgängern angesprochen. Mensch, schön sowas nochmal zu sehen. Und es gibt auch viele Leute, die sich darüber freuen, wenn sie dieses Auto noch in der Stadt sehen, im einsatzfähigen Zustand. Für die Stadt Minden ist es ein Prestigeobjekt, sage ich mal. Wir versuchen, das Fahrzeug natürlich mit geringem Aufwand fit zu halten. Wir müssen zwar auch zur HU und zur Zwischenuntersuchung hin, das machen wir auch. Eine AU braucht dieses Fahrzeug nicht mehr, da es ja schon als Oldtimer läuft. Ein geringer Kostenaufwand ist vorhanden, aber wir stecken nicht viel Geld rein. Auch wenn manche Dinge etwas länger brauchen, der Mercedes ist noch lange kein altes Eisen. Da wir dieses Fahrzeug immer noch für die Bewässerung der Grünanlagen nutzen, müsste sonst ein anderes Fahrzeug herhalten, wo wir dann erst wieder verschiedene andere Pumpen oder Wasserbehälter kaufen müssten, wo wir mehr oder weniger auch wieder Geld investieren müssten. Und für diese Sachen könnte man das Auto oder behält man das Auto immer noch gerne da. Gewartet wird das Fahrzeug auch von den Auszubildenden. Als Azubi lernt man natürlich oder kann man hier dran genau sehen, wie so ein Fahrzeug früher mal aufgebaut war. Hier ist noch alles deutsche Wertarbeit. Es ist alles Metall, es ist alles stabil. Die Grundfunktion des Motors kann man da einwandfrei dran erkennen. Auch die Grundfunktion der Einspritzpumpe. Heutzutage ist Motor, also Pumpe Düse. Und damals ist noch eine richtige Einspritzpumpe, so mit Leitungen und allem drum und dran. Da sind keine Plastikrohre drin, da sind keine Relais, da sind keine Steuergeräte drin. Da ist alles noch handmade. Und das ist eine tolle Sache. Wie lange der Lastwagen bei der Stadt noch im Dienst bleibt, ist schwer zu sagen. Uwe Riensch und sein Team werden aber dafür sorgen, dass es ihm bis dahin an nichts fehlt.